Willkommen zurück zu Yooka-Laylee. Wir haben im letzten Part den Labyrinth, den Trauersumpf, den Trauerlabyrinth-Sumpf, so ist es richtig, abgegradet und haben auch schon eine ganze Menge von diesen Upgrade gesehen. Ich bin gespannt, vielleicht schaffen wir es ja, schaffen wir nicht, die Welt hier 100% abzuschließen, da es eine Page schon mal wieder gibt, an die wir noch nicht rankommen können, egal. Aber wir können auf jeden Fall, oder wir haben noch die Chance auf alle Noten, Federn, ich weiß nicht, vielleicht finden wir da ja alle. Wir gucken uns auf jeden Fall weiter hier um. Wenn Exepage wollen, wir müssen Ende des, von Kurs erreichen, bevor Zeit ablaufen. Außerdem Exe mit Abschalten während Speichersymbol auf Bildschirm angezeigt. Ansonsten definitiv nicht bekommen, Pagey. Ach, dass wir die Röhre nicht benutzen können, die wir im letzten Part gefunden haben, mit der, der wir direkt zum Pagey kommen. Also, was sagen? Ja, hilft ja nichts. 100% ist 100%. Nicht vergessen, Exe nicht verpassen Reifen, sonst kein Pagey. Alles klar, wieder mal eine Reifenzeitaufgabe. Davon gibt es ja in dem Spiel tatsächlich fast unendlich. Also es wirkt auf jeden Fall so, als würden wir tausende von diesen Aufgaben haben. Egal, solange ich es schaffe, solange es nicht allzu schwierig ist, habe ich nichts gegen diese Aufgaben. Und ich habe mich schon gefragt, wo ist der nächste Reifen? Na, mal gucken. Es wird immer schwieriger auf jeden Fall. Aber das Timing, das kriege ich auf jeden Fall hin. Jetzt müssen wir das hier auch noch runterziehen. Das kann ganz schön knapp werden. 8 Sekunden nur noch. Hilfe, wie viel muss ich denn noch? Bitte. Schnell, Yooka. Schnell. Oh mein Gott. Letzte Sekunde. Ein guter Start in dem Part. Ein besserer geht kaum, würde ich sagen. Oh mein Gott, wie episch. Da drüben sehe ich. Hä? Dieser Abschnitt verwirrt mich komplett. Es tut mir leid, aber egal wie ich hier rumrenne, ich finde hier immer wieder irgendwelche sinnlosen Teile. Zum Beispiel diese Plattform, weil ich hätte jetzt einfach durch die Röhre gehen können, die wir im letzten Part gesehen haben. Warum? Na gut. Ja, dann haben wir den Abschnitt hier komplett gesehen. Auch mit Karl, dem Skelett, oder wie auch immer die hieß, haben wir schon geredet. Unter Wasser waren wir auch schon im letzten Part. Dann können wir ja weitergehen, weiter voranschreiten. Hier über diese, über dieses Treibholz. Und noch ein paar Federn extra einsammeln. Außerdem den Energieerweiterer haben wir im letzten Part schon gefunden von dieser Welt. Also im letzten Part ging richtig der Punk ab und ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass wir in diesem Part diese Welt schon beenden werden. Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch so viel zu tun gibt. Was ist das hier? Darf ich das mal fragen? Muss ich hier buddeln lernen? Irgendwie so eine Buddelfähigkeit? Da drüben ist Fräulein Tonikrum. Sehr schön, dann können wir uns die neuen Tonikrums ansehen. Die wir im letzten Part freigeschalten haben. Kleine Dornen. Okay, die Röhren sehen mir so aus, als bräuchte ich da einen Skill. Zum Beispiel so ein Ding zum Schießen. Ich weiß nicht. Warum mache ich das eigentlich hier gerade so? Könnte doch einfach so machen. Ist alles weg. Lass mal mit Schildbert reden. Schildbert weiß bestimmt Hilfe. Hallöchen. Ah, gut, die Gärtner sind da. Eigentlich sind wir gar nicht. Schaut euch nur meinen Garten an. In diesem Dreck werden meine Pilze nie wachsen. Aber wir haben die gerade gekillt. Ich mache euch einen Vorschlag. Wenn ihr meine Pilze wieder zum Wachsen bringt, sorge ich dafür, dass ihr nicht gefeuert werdet. Nehmt einfach die Samen des Baumes dort und steckt sie in die Samenlöcher. Aber dann mal ran an den Speck. Pflanzt die Samen des Baumes da ein. Okay, wie funktioniert das? Komm, Laylee, pflanzen wir ein paar Samen ein. Okay. Die Samen von dem Baum. Lass mich raten, das hier? Ach, okay. Und ich muss die da reinziehen. Das erklärt auch, warum hier so ein nerviger Weg ist. Alles klar. Habe ich euch Pilze nicht gekillt? Lasst mich in Ruhe!
Okay, komm, schnell hier durch. Du musst in das Loch da rein. Dankeschön. Und da wollte ich es nochmal rausziehen. Okay, das sind einzelne Zeitaufgaben. Was muss ich jetzt hier genau machen? Ich könnte sie halt auch durch eine Röhre schicken. Und dann hoffen, dass es an der richtigen Seite rauskommt. Ich habe nur irgendwie so das Gefühl, das soll ich nicht. Lass mal gucken, wie viel Zeit wir haben. Okay, ja, da muss ich. Ach, da kommt Wind raus, der mich behindern soll. Alles klar? Ich geh mal. Ach du Scheiße. Das wird gar nicht mal so einfach. Das wird wirklich gar nicht mal so einfach. Wir nehmen hier die Abkürzung. Komme ich da durch? Sieht gut aus. Jetzt muss ich eigentlich hier die... Yuka, kannst du loslassen. Ich muss die Pilze hier killen. So, und du kommst schön zu mir. Nicht in die Dornen rein. Und da muss ich jetzt unten lang. Unten ist klüger als oben. Ja, wo bleibt der Wind? Keine Ahnung, ich schick sie jetzt einfach rein. Komm, rein mit dir. Waren das alle? Für mich sieht das nach alle aus. Schildbert! Ihr habt das mit meinem Garten ja so einigermaßen hinbekommen. Jetzt verzieht euch und geht arbeiten. Also bitte. Wir arbeiten doch. Ist nicht einfach, 150 Pages zusammenzubekommen. Mach du das mal. Schlimmer als sich um den Garten zu kümmern. Ganz bestimmt. Ich weiß, wovon ich rede. Warum ist diese Grasfläche hier? Die ist komplett unnötig. Das sind nicht mal Federn. Fräulein Tonikum, was hast du denn Neues? Irgendwas Interessantes vielleicht? Jäger, spüre, wenn seltene Objekte in der Nähe sind. Geladen, mehr Munition als aus Bärenbüschen. Hab ich noch nicht mal die Fähigkeit. Halte unter Wasser den Atem länger an. Nicht wirklich, nee. Sind alles zwei sinnlose Fähigkeiten, die wir da anscheinend im letzten Part bekommen haben. Was ist das denn? Das ist eine große Haustür. Wer wohnt denn hier? Die Frau von dem Tintenfisch? Gibt's da einen zweiten Bosskampf? So ein Revenge-Boss? Oder bin ich jetzt im Kreis gerannt? Ich glaube, ich bin im Kreis gerannt, ne? Ja, wobei... Hier sind Federn. Ich kann nicht im Kreis gerannt sein, das ist neu. Wobei man halt auch sagen muss, da drüben ist wieder Rextros Automat. Hat der zwei Spiele in der Welt? Was zum... Hä? Sind die Federn erst aufgeploppt, als ich die Welt erweitert habe? Ich war hier eindeutig schon mal. Also wenn ja, wenn die Federn wirklich erst aufgeploppt sind, als ich die Welt erweitert habe, dann ist das ja eine Mega-Frechheit. Weil dann muss ich ja jetzt so gesehen eigentlich das komplette Gebiet neu erkunden und schauen, ob es noch irgendwo neue Federn gibt. Das ist eine absolute Frechheit. Ich hoffe einfach mal, dass das eine Ausnahme war hier beim Boss, weil normalerweise muss man halt den Boss erst wirklich im Upgrade dann besiegen, deswegen vielleicht, deswegen, keine Ahnung. Wie gesagt, ich hoffe, das ist eine Ausnahme gewesen. Ansonsten finde ich das eine Frechheit. Bleibe ich dabei. Haben wir denn jetzt alles von der Welt gesehen? Ich habe da oben keinen Weg weiter gesehen. Da oben waren wir, glaube ich, auch. Ja, da waren wir. Also ich mag die Welt. Das ist eine coole Welt, um mal ein Statement zu ziehen. Ich mag es, wie man hier schön abwechselnd, manchmal hoch, manchmal unter Wasser. Das ist eine schöne Abwechslung, die hier reingebracht haben. Manchmal klettert man auf Bäume hoch. Manchmal springt man über, so Frogger-Style, über den Sumpf. Manchmal taucht man unter Wasser, löst ein paar Rätsel. Also es ist, eine schöne Abwechslung, die Welt. Aber halt auch nicht mehr. Geht es denn noch besser? In Welt 1 zum Beispiel sind wir halt... Ja, das war wirklich fast nur Klettern, wenn ich das mal kurz und knapp zusammenfassen darf.
Gute Frage. Gute Frage. Welt 2 war die Eiswelt. War auch ein bisschen einzigartig. Spielstand. Bitte. Was haben wir denn hier so geschafft? Mal ein kurzer Überblick. Schadet ja nicht. Ja doch. Ja doch. Nur noch die eine Pagey, an die wir nicht rankommen, weil die hinter dem dicken Glas ist, das ich irgendwie nicht zerstören kann. Und halt der Turbo-Ding, was sich auch vielleicht irgendwie dahinter befindet. Die zweite Page gibt es für die ganzen Federn. Sind ja nur noch 9. Die werden sich dann wahrscheinlich auch hinter dem dicken Glas verbergen. Also ich glaube, wir sind fertig mit dem Trauerlabyrinth-Sumpf. Besser kann man die Welt nicht mehr abschließen. 30 Minuten und ich bin fertig mit einer Welt. Wow. So schnell sind wir ein Upgrade von der Welt auch noch nie durchgegangen, würde ich mal sagen. Na gut. Alles klar. Von mir aus. Na dann. Was sich hinter der nächsten Tür verbirgt, weiß ich leider schon. Da haben wir wieder einen Dr. Quack Quiz. Das können wir noch in dem Part eigentlich reinpacken, würde ich sagen. Das geht sich, glaube ich, heute noch locker aus. Da bin ich ja hingerannt leider schon. Und dann habe ich das rausgeschnitten im letzten Part, weil ich mich halt... Ich wollte ein bisschen Zeit vergeuden im letzten Part. Oder im vorletzten Part war das, ja. Und ich wollte nicht nur nachholen und dann bin ich da aus Versehen reingerannt. Und dann kam mir hier so ein dummer Enterich entgegen. Hallöchen. Jetzt ist es endlich soweit. So, wie spreche ich dich denn jetzt? Willkommen zum Schnellfeuer-Quiz, wo ihr gleich ein Multiple-Choice-Massaker erleben werdet. Einfach mit so einer Lay-Lee-Stimme, weil es ist halt 1:1 die Lay-Lee-Stimme. Oh nein, nicht schon wieder. Ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Wie üblich gibt es 10 Fragen, die korrekt beantwortet werden müssen. Und nur 3 Leben. Muhahaha. Und jetzt macht euch bereit für ein paar vernichtende Fragen. Na gut, war nur ein kurzer Dialog. Deswegen nicht so schlimm. Na dann, habe ich diesmal ein bisschen mehr Glück. Rextros lächerliche Spiele alle. Welche dieser Spiele findet man dort nicht? Ach du Scheiße, da war ich ja noch nie. Schieß, Routenlauf, Blasto, Bowling, Hürdenhatz. Ich würde sagen Schießroutenlauf. Ja, wobei, es klingt alles so nach Minigame. Hoch, die Spielleitung kann übrigens nachgelesen werden. Die Spielanleitung, ach okay. Gut, die erste Frage direkt verkackt. Machen wir es wieder ein bisschen spannend. Pagies, legales Eigentum von Hivory Towers. Wie viele habt ihr insgesamt? Gut, dass ich da gerade nachgeguckt habe. Gerade habe ich 80. Gleich kommt die nächste Frage. Sehr schön. Verflixt und zugenäht. Eine superschnelle, korrekte Antwort. Das gibt 2 Punkte. Oh, genau. Dann war ja hier in dem Spiel so. Sehr schön. Die Buchstabensuppe hier unter uns. Diese furchtbar schlecht geschriebene Figur Clara. Was müsst ihr für sie im Glitzerfrostgletscher retten? Okay, was war das? Glitzerfrostgletscher ist eine ganze Zeit hier. Eine Stromrechnung, ihren Topf. War das der Topf? Ich glaube, es war der Topf. Verdammt, ihr seid eindeutig am Schummeln. Nicht ganz. Sonst hätte ich die erste Frage richtig beantwortet. Hätte ich schneller beantworten können, ja. Dieser Charakter, wer ist es? Okay, Namen. Namen sind leicht, das ist Schildbert. Oder? Hieß der Schildbert? Scheiße. Nee, Planka, das war Planka. Planka, unser Kollege. Gleich kommt die nächste Frage. Das waren doch jetzt 2 Punkte, oder? Dr. Quack. Oh ja, das war schön schnell. Schön flott. Federn, legales Eigentum von Hivory Towers. Wie viele habt ihr? Insgesamt 301? Nee, insgesamt, oh mein Gott, wie viele haben wir denn insgesamt? 891? Ich würde jetzt mal das hier nehmen. Von wegen, ich wette, ihr würdet sogar ein Quiz gegen einen Korb Weißbrot verlieren. Oder gegen einen Korb Geister. Trousers, Pilzunterschlupf. Welche Farbe hat er? Trousers,
Was? Roh? Nee, der war gelb. Oh Gott, nein. Das war die leichteste Frage von allen. Scheiße. Ach, wie schade. Ihr scheint keine Leben mehr zu haben. Darf ich neu anfangen oder bringst du mich um? So ein Pech. Vielleicht habt ihr nächstes Mal mehr Glück. Und jetzt zurück zum Start, ihr Dummerchen. Nein. Ich sehe das gar nicht als Niederlage. Wenn er mich jetzt umgebracht hätte, wäre es bitterer gewesen. Ich nehme an, ihr wollt es nochmal versuchen? Aber klar doch. Sowieso mehr Glück als Verstand hier die Fragen. Deswegen. Und in Yuka, in Banjo Kazooie habe ich auch immer geraten. Das ist aus meinen Grundhilder-Fragen. Deswegen. Dieses Bild, wo wurde es gemacht? Ja, das kann ja nicht so schwer sein. Sagte er. Ich habe doch keine Ahnung. Kapitel Beast Plumps Klo. Wo war das? Das habe ich beim besten Willen gerade nicht erkannt. Dieser Charakter, wer ist es? Haben wir schon mal gehabt, die Frage. Die wird beim zweiten Mal auch nicht schwieriger. Vermaledeit, selbst eine beknackte Echse kriegt mal eine richtige Antwort hin. Verflixt und zugehen in zwei Felder vor, weil es schnelle Antwort. Ich jetzt machen das alles ein bisschen schneller, aber der Text geht trotzdem nicht schneller weg. Wir waren kurz vom Ziel, ach Mann. Der Hivery Towers Knotenpunkt. Wie viele Pages habt ihr von dort illegal entwendet? Da haben wir, glaube ich, 11, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Verdammt, ihr seid eindeutig am Schummeln. Wie denn? Da kann man ja nie mal im Internet nachgucken, die Frage. Trousers Pilzunterschlupf, welche Farbe hat er? Gut, 50-50. Ich glaube, er war gelb. Zappalot, die Fragen sind eindeutig zu einfach. Ich bin schon mal verkackt. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. An gerade eben. Dieses Bild, wo wurde es gemacht? Kriege ich jetzt wirklich nochmal dieselbe Frage in derselben Runde? Nee. Alles klar. Das ist eindeutig unter dem Palast. Hoch, das war die schwierigste Frage. Ernsthaft? Die war einfacher als die erste, die du mir in dem Durchgang gestellt hast, mein Freund. Dieses Bild, wo wurde es gemacht? Kriege ich jetzt dieselbe Frage wie am Anfang? Nee. Das ist auch wieder ein bisschen schwieriger. Extros Garage, Igludorf, Eishöhle. Ja, kann ja nur das Igludorf gewesen sein. Das Iglu habe ich erkannt. Ah, das war sicher nur glücklich geraten. Noch eine? Tatsächlich. Diese grauenhafte Flaschenverkäuferin Wendy, wie viele Tonika hat sie? Ich habe nicht aufgepasst. Tut mir leid. Ich schätze einfach mal 16, weil 25 ist eine ungerade Zahl. Na, warum bitte ich immer mehrere Antwortmöglichkeiten? Alles klar. Verdammt, ihr habt mein letztes Quiz bestanden. Ach, das letzte schon? Gott sei Dank, jetzt können wir in den nächsten Welten vergnügen, ohne all die Sammelobjekte zu zählen. Ich werde Rache üben in diesem Spiel oder dem nächsten. Ist das schon eine Anspielung auf Yooka-Tooie? Mit Dr. Quack als der Super-Fiesling? Oder vielleicht ist er ja der seltsame Typ, mit dem Capital B geredet hat? Wer weiß, wer weiß. Wir wissen auf jeden Fall, Capital B ist nicht der einzige Widersacher in diesem Spiel. Es gibt noch eine große, helfende Hand hinter all dem, was wir hier sehen. Ich bin gespannt, ob wir diesen jemand auch noch treffen werden. Und außerdem bin ich gespannt, was das hier bitte ist. Das sieht mir ja mehr nach Overworld aus, als dass wir jetzt noch im Capital B Tower sind. Ja doch, ne? Wir sind jetzt hinter der Fabrik.
wie es aussieht. Alles klar. Na dann. Was haben wir denn hier? Ein Y. Was macht denn hier ein Y? Ein P. Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Wo sind wir hier? Was machen wir hier? Und wo ist meine nächste Buchwelt? Da liegen wieder viele Buchstaben rum. Ich habe meine Sekretärin gebeten, meine Termine für heute zu streichen, damit ich den ganzen Tag lang euer Ende vorbereiten kann. Ach du, lieber Kabel B. Wir sind doch nur hier, um unser Buch zurückzuholen. Du hättest es ja nicht stehlen müssen, dann wären wir nicht hergekommen. Dann hättest du einfach hier deine Fabrik aufgebaut, alles verpestet. Wäre uns kackegal gewesen. Nicht wahr? Aber unser Buch? Du, das ist so eine Sache, da würde ich mich nicht anlegen. Sieht so aus, als ob man da hinten lang kann. Bin ich der Einzige, der da gerade so denkt? Nee, da geht es eindeutig lang. Und da werde ich wahrscheinlich meine Flugfähigkeit brauchen. Hey, kriegen wir die im nächsten Part? Oder in der nächsten Welt? Können wir dann endlich fliegen? So wie mit Banjo-Kazooie überall hin? Die gab es ja in Banjo-Kazooie schon in der zweiten Welt. Achtung, Yuka. Die Luft muffelt nach üblem Gas aus alten Unterhosen. Also komme ich da nicht lang. Lass uns Schutz suchen. Okay. Der letzte Scherge, den ihr erledigt habt, war der Angestellte des Monats Februar. Er ist tief gefallen. Darf ich da rein? Geronimo! Okay, ich gehe da nicht rein. So schnell kann man. So schnell. Sehr schön. Na dann, irgendwo muss es doch mal eine Buchwelt geben. Gute Frage, wo ist diese Buchwelt? Trouser, Hallöchen! Willkommen! Wie ich sehe, habt ihr meine ganz besondere Zweigstelle erreicht. Schöne Aussicht, was? Ich hoffe, wir müssen das nicht extra bezahlen. Ihr nähert euch dem fehlenden Buch, aber ohne den nächsten Gratis-Manöver werdet ihr es nicht erreichen, erringen können oder wie auch immer. Mit dem nächsten Trick werdet ihr die Kunst der Tarnung meistern. Sie half mir zum Beispiel, als ich mich in Kapitel B's Suppen geschlichen habe, um mir Gartengerätschaften auszuborgen. Halt einfach LT und drücke B, um das Tarntuch zu verwenden. Danke, Trouser. Wir werden es mal ausprobieren. Exzellent. Denkt an alles, was ich euch beigebracht habe. Das ist euch der Erfolg gewiss. Dankeschön, Trouser. Ja, von der Fähigkeit habt ihr mich in den Kommentaren leider schon ein bisschen gespoilert. Ist nicht so schlimm. Ich muss mir sowieso irgendwie überlegen, wie wir an den ganzen Überwachungskameras in den Welten vorbeikommen. Jetzt funktioniert das mit Hilfe LT. Was ist das hier? Ach, und B ist der Knopf. Sehr schön. Ja, wir können uns jetzt unsichtbar machen. Damit kommen wir an den ganzen Kameras vorbei und können anscheinend jetzt auch Welt 1 abschließen. 100%. Das bedeutet für mich so viel wie, ich renne jetzt erstmal zurück. Hol mir dort die 100%. Das heißt, im nächsten Part gibt es wieder ein bisschen Backtracking. Und dann werden wir wahrscheinlich die nächste Welt aufsuchen. Hoffe, dieser Part hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschö, tschö, euer Ultra.